Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. Lasst mich in Ruhe. Hier hatte ich euch ja schon das letzte Mal. Ja, kleinen Viecher. Habe ich euch schon das letzte Mal gesagt, bei diesen Viechern als allererstes ihre Steine zerstören, denn sie kommen immer wieder. Und wenn ihr dann noch andere Gegner habt, dann sind sie mega nervig, besonders weil sie euch ja ständig festhalten. Das heißt, als allererstes ihre Steine suchen und zerstören. Manchmal sind sie etwas schwer zu finden, da muss man sich halt doch ein bisschen mehr umsehen und oh Gott, die Hölle. Danach kann man sie natürlich ganz einfach mit ein paar Schüsschen aus unserer Pfeffermühle töten, sammeln alle Seeds hinein und die Musik ist weiterhin da. Allerdings kommt der Gegner nicht. Das ist sehr schön. Das gefällt mir total gut. Nein, er will nicht auftauchen. Was ihr auch daran merkt, weil hier müsste ja was entstehen. Also ein Pilz, sieht man ja an dem Grün. Das heißt, wir dürfen diese Runde wahrscheinlich noch einmal spielen. Sonst bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das ist sehr doof. Aber er will einfach nicht kommen. Ich weiß, dass er hier noch ein Gegner kommen muss, aber er will nicht. Sehr doof. Und rüberspringen kann ich nicht, dafür ist es zu weit. Und da sieht man es auch nochmal, hier fehlt noch eine Weste. Okay. Das heißt, alles nochmal auf Anfang. Weil sonst kommen wir hier auch gar nicht weiter. Ist zwar ärgerlich, aber mei. Muss man halt durch. Müssen wir jetzt nochmal machen. Dafür gehen wir natürlich in den Neustart und sagen, ja, wir wollen neu starten. Und nochmal die ganzen Wespen, also kleinen Wespen töten. Tintenwespen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sie sehen aus wie so Tintenkleckse. Ah, Tintenwespen, sag ich doch. Samurai Tintenwespen. Und da ist auch schon der andere Gegner, der uns das letzte Mal gefehlt hat. Man merkt, wenn man gegen solche antritt und dann ständig festgehalten wird, kann man halt auch sehr leicht angegriffen werden. Von dem her immer die Steine ersetzen. Danach diese kleinen widerlichen Viecher. Na gut. Er will sich irgendwie dazwischen wickeln. Kann auch sein. Au. Aber da ist nur eine, ist es noch in Ordnung. Später, wenn mehr kommen und diese kleinen Viecher dabei sind, wird es sehr, sehr, sehr stressig und nervig. Aber das ist ja das, was das Spiel ausmacht. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich setze mal erstmal die Krüge hier auf natürlich zerstören, damit wir unsere Zähnchen kriegen. Und der Pilz hat sich natürlich auch entwickelt. Das heißt, wir kommen endlich auch weiter. Und da sind wieder diese Steine und noch diese Kriegerdinger. Na. Wollen sich alle vordrängeln, merkt das? Schrecklich. Und weg ist er. Blöd finde ich, dass wenn man diese fliegenden Teile zerstört, dass die ganzen Zähne und so halt runterfallen, das ist nicht. Davon haben wir dann noch wieder. Ein bisschen schade. Aber wir machen erstmal den hier kaputt. Gucken erstmal uns um, wo wir als nächstes hingehen. Da kommen wir runter und da kommen wir hoch. Wir gucken natürlich erstmal oben, was wir da so haben. Ein Pfirsich! Namens. Und ja, an Kanten hängt man auch gerne mal. Das ist der Weg weiter. Das heißt, wir werden erstmal die andere Seite begutachten, was wir da so finden. Höchstwahrscheinlich nicht viel, aber trotzdem. Wir wollen ja so viel wie möglich, oh, eine rote Nahrung, mitnehmen vom Spiel. Und wir müssen mal wieder kämpfen. Ja, man hat das so im Gefühl. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Keine Zeit zu verlieren, ja, das haben wir wirklich nicht. Aber ich mag den Satz, töte oder werde getötet. Das stimmt absolut.
versuche natürlich erstmal die Schrauwellen loszuwerden. Die Steine sind die nämlich extremst nervig. Weil festgehalten werden ist halt nicht gut. Führt man erstmal diese Schrauwellen, dann können wir uns auch mal um diese Zwerge kümmern. Die Zwerge an sich, wenn es nur die Zwerge sind, sind sie echt einfach. Müsst ihr zugeben, sie sind nicht so schwer. Und das war's schon. Das ist schön. Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Dafür kriegen wir natürlich rote Farbe, um unsere weiße Rose zu pinseln. Finde ich auch einen sehr schönen Einfall im Übrigen. Man weiß ja, Alice musste die Rosen, weißen Rosen bei der Herzkönigin rot pinseln, weil sie ja die nicht mochte. Und jetzt können wir auch mal gucken, was in diesem, naja, Drehraum so ist. Im Übrigen, die Umgebung ist mal wieder total süß. Sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Mühe gegeben. Diese Larven von den Wespen, die wir töten. Ein blauer Pilz, oder? Ejo. Sehr schön. Das heißt Rutschpartie wahrscheinlich, weil wir so hoch fliegen. Muss nicht immer sein, aber ja, meistens ist es wirklich so. Und jeder weiß ja, wie ich Rutschpartien hier liebe. Wir versuchen natürlich, die Zähnchen alle wieder mitzunehmen, zumindest auf unserer Strecke. Es gibt ja immer mehrere. Ich versuche nicht, unseren Würfel ständig abzufackeln. Das wäre doch ganz gut. Und wir haben wieder Wegabzweigungen. Man kann natürlich auch abkürzen, wenn man die Wege wirklich schon auswendig kennt etc. Aber dadurch verpasst man halt auch Zähne. Ich meine, beim zweiten Mal durchspielen hat man eh alle Waffen schon im Inventar. Von dem her braucht man dann nicht wirklich mehr Zähnchen, aber wir fangen ja von vorne an. Von dem her keine Waffen von Anfang an. Au. Oh. Und es ruckelt. Das ist das Stressigste an diesem Spiel, diese Lags manchmal. Und dann gibt es so Passagen, die sind wahnsinnig langsam, was ich nicht so ganz verstehen kann. Meistens die, wo man eh nicht runterfallen kann. Und wir haben einen weiten Sprung vor uns. Hui, da ist schon rechts ein Schnauzer, habe ich gerade gesehen. Hui, und wir sind fast da. Beim ersten Mal bin ich hier erstmal runtergesegelt. Weil man ja am Anfang doch nicht so ganz raus hat, wie weit kann man mit einem Sprung gleiten und muss den zweiten Sprung dann dran setzen. Da oben müssen wir hin, da ist die Raupe. Bei der Riesenschisha. Oder Wasserpfeife, je nachdem. Ich mag diese kleinen Dinge. Und da ist so eine blöde. Ja, super. Von hier aus können wir sie natürlich nicht treffen. Weil sie blocken ja. Und das passiert auch ganz oft, dass ihr euch einfach so sehr blockt, dass ihr einfach runtersegelt. Was jetzt für mich keinen richtigen Sinn ergibt, warum man das so gemacht hat. Weil das wirklich nervig sein kann. Und da ist noch eins. Aber sie geben wenigstens vernünftig Zähne. Wir gucken erstmal. Wir können unser Messer upgraden. Darauf habe ich ja nur gewartet. Ihr wisst ja, das hatte ich vor. Als nächstes werde ich wahrscheinlich die Teekanne upgraden. Einmal und dann das Pferdchen wieder. Weil die zwei Sachen brauche ich ja jetzt nicht so häufig. Ihr müsst halt selber für euch entdecken, was ihr am häufigsten braucht und was nicht. Wir nehmen natürlich die Schweineschnauze dorthin. Schön, dass die Schweineschnauzen auch Kügelchen haben.
Die kleine Engel. Wir kriegen ein Körbchen, das finde ich sehr gut. Ich meine, die Schweineschnauzen ist ja nur unsere Dutch. Die Herzogin. Die uns natürlich am liebsten selber verspeisen würde, aber wir stehen nicht mehr auf ihrem Speiseplan. Was für uns natürlich positiv ist. Ja. Ein bisschen ablenken. Leider kann man irgendwie nur eine wirklich ablenken. Eine Wespe. Zerstören erstmal den Steinchen hier. Und wie gesagt, diese fliegenden Teile sind wirklich am nervigsten. Die machen euch auch also wirklich Schaden, wenn sie euch treffen. Wie man auch sehen kann, die Farbe hat sich wieder von unserem Messerchen ein bisschen verändert. Hey, ich bin mal beide davor, das ist Wahnsinn. Ah. Jetzt nur noch die eine. Und wahrscheinlich taucht dann wieder eine neue auf. Jetzt haben wir blau, rot und schwarz. Das ist schön. Wie man merkt, ich mag Nahkampf. Ach, die will nicht sterben. Ich frage es nicht. Und es ist schon wieder so eine neue Fliegende. Au. Die. Okay, das war absolut geplant. Man kriegt jetzt auch schneller diese Panzerung weg, wie ihr gerade merkt. Weil wir ja geupgradet sind mit unserem Messerchen. Von dem her ist es positiv. Und, okay, wir kommen da hoch. Hui. Hui. Das heißt, wir verändern jetzt mal unsere Wege gleich, weil wir ja darüber müssen. Und da wir keine andere Möglichkeit haben, werden wir erstmal unseren Weg selber gestalten. Sehr schön. Da schreckt natürlich wie immer Gegner bestimmt auf. Aber ich mag, wie viel Mühe sie sich da gegeben haben. Mit der Umgebung und der Wegfindung. Sie ist offensichtlich, muss man zugeben. Sie ist wirklich offensichtlich. Ihr könnt nichts verkehrt machen. Aber es wäre auch blöd, wenn ihr 10.000 Wege hättet. Wir laden unser, naja, Lebenskonto nochmal auf. Nennen wir es mal so, unsere Blütenblätter. Gucken mal, was auf der Seite ist. Eine Erinnerung. Holt uns natürlich erstmal Zähnchen. Radcliffe hat mich nur einmal hereingebeten. Komischer Vogel. Mächtig stolz auf seinen Plunder. Ming, hat er gesagt. Und zum Teil ja. Gowa, Japan. Schien mir nicht so der Samurai-Typ zu sein. Vielleicht gerade deswegen. Ich verstehe nicht so ganz, also er ist Japan-Fan, aber hat auch viel von chinesischen Vasen etc. Und wir sind ja doch eher in einem chinesischen Gebiet, haben aber eher was Japanisches an. Also das erinnert doch eher an den Kimono wie an die traditionellen chinesischen Klamotten. Und wir ziehen natürlich wieder an der Kette, damit wir ein Stück weiterkommen. Wir müssen ja die nette Raupe finden. Oh nein. Bewegende Plattform. Bewegende Plattform. Oh. Ich mag es, wie das Wasser so runterprasselt. Es ist so beruhigend. Hatschi! Man kann hier auch an den Wänden hängen, damit ihr ein bisschen aufpassen, also oben an den Tefelungen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte.
Gasleitung. Es war bestimmt eine Gasleitung. Da hinten ist im Übrigen eine Tür. Eine Erinnerungstür. Das heißt, ich mache davor einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder vielleicht ein Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.